umentscheiden kannst. Also hast du 5 Runden die Kacke am Dampfen. Das ist echt schon eine der schlimmsten Attacken, ey. Du weißt, dass ich auch immer noch hier Frostbeule benutze. Ja. Mag sie trotzdem. Wenn auch kacke ist oder was? Nee, Frostbeule ist Eisattacke und Eisattacke ist cool. Das ist eine Gesteinsattacke und die ist doof. Na komm, Gary, komm gleich ein hinterher. Ist ja lachhaft hier. Giovanni war nix. Obwohl er einen Rihorn hatte, muss man sagen. Aber Gary wird auch nichts drauf haben. Oh, scheiße. Fuck. Nein, Elektrak! Elektra Boots! Elektra Boots! Scheiße, das Ding kann Läuterfeuer. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, ja klar, und mein Rizeros brennt. So, jetzt habe ich erstmal die Goldzähne und Surfer. Ist doch gut. Du machst Fortschritte. Toll. Junge, kannst du nur Läuterfeuer? Alter, wie viele Schritte habe ich noch? 20. Leute, 6000 Schritte? So, und wie viel wollen wir wetten, hat er jetzt heilt? Meine heilt nicht. Gut, dass ich nicht gewettet habe. Rizeros hat es jetzt gerade geschafft, einen Elektrik zu besiegen. Das ist doch traurig. Wo Rizeros normalerweise einmal Erdbeben wegmacht, dann ist Elektrik weg. Nix. Jetzt packt Gary die Vollen aus. Jetzt kommt ein Flurmel, Level 53. Boom. Ach, bist du schon vor dem Indigo-Plateau? Nee, bei Gary. Also vor. Ja, meine ich bei ja. Bei Titania City. Ja, meine ich ja. Ja, ach, der macht der Giftstachel. Oh. Hey, der hat mich vergiftet. Aber ich werde jetzt gleich erstmal mit Bill wegreisen. Und mich da mal ein bisschen umgucken. Obwohl, dann kann ich nicht mehr zurück, ne? Das ist natürlich einer. Obwohl, da kann ich auch ein bisschen trainieren, weil die Top 4 mit einem Ende 40er Team ist ein bisschen, naja, gut, müsste gehen, aber. Vielleicht finde ich noch was Cooles. Meine sind gerade mal Anfang 40. Bei mir ist auch unterschiedlich. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie mich Stärke und Surfer bringen. Alter! Nein, Simsala ist tot! Ja, gut, mit einem Pokémon, was 30 Verteidigung hat, ist das auch nicht so schwer. Die Stärke kann jeder erlernen. Soll ich mir lieber VM Sklaven machen? Die Welt war cool. Er hat einen Vibrava auf über 50 und einen Libeldra auf 45. Where is the fucking logic? Nein! Gary besiegt mich! Laber nicht. Ist so. Der Sack, da muss ich jetzt gegenarbeiten. Zapdos! Mach wieder irgendwas Unnötiges. So, ich habe jetzt meinen VM Slave. Könnte heilen. Zauberwasser gefunden. Das ist nice. Ja, Vögel. Das kann sein. Draußen. Bei dir piept's wohl. Fällt mir ein, dass ich demnächst mal wieder One Piece gucken muss. Ich warte jetzt noch, bis im Anime die Dressrosa-Saga vorbei ist, und dann gucke ich mir die nochmal komplett von vorne. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit die sind. Luftstoß. Ja, ja, ich war ja auch, beim Gucken war ich auch bis zu einem bestimmten Punkt in Dressrosa und dann ging es ja nicht weiter am Ziele. Und seitdem habe ich auch nicht mehr geguckt, das war auch schon eine ganze Weile her. Also das letzte, was ich in Dressrosa mitbekommen habe, war wie Sanji sich mit Domflamingo geboxt hat. Ja, da ging es, glaube ich, schon weiter geguckt. Du bist ja auch mit dem Manga da dabei, ne? Ja, ich habe den Manga danach weitergelesen. Da habe ich dann aufgehört, wo der Bruder von Don Quixote in der Rückblende aufgetaucht ist. Ja, da mich zum Beispiel gar nicht mehr. Was den Anime, was den. Oh lol! Mein Rivale hat einen Carpador. Als letztes Poke. Hahaha, Voltekal! Deine Geheimwaffe! Töte es! Nein, es steht noch! Das macht Spukball! Wow! Ich glaube, ich habe gewonnen. Ah, ich habe gewonnen.
Und dann wundert sich Ryu, dass ich ihn besiegt habe. Was? Hast du meinen Körper dort besiegt? Du Cheater. Wundert mich überhaupt nicht. Nein, mein Rivale heißt hier Ryu. Gary heißt doch Ryu. Hallo. Ist das sein Scheißernst? Sein verkackter Drecksernst? Ich will nicht. Der Jongleur hier, der sonst immer... Duran, der Jongleur in Koras Arena, der sonst immer... einen Hypno hat. Ja. Hat einen Raikou. Nice. Raikou! Um zu machen, am Ende klaut er mir die Überreste. Nö. Guck mal, hier gibt's ein Item, Leute, das hole ich mir. Ach nein, das ist kein Item. Ach du Arsch. Hör auf, Raub zu machen! Ich bin zu Tode, du Lappen! Haha, Rizeros mittlerweile das fast schnellste Poke in meinem Team. Oh Gott. Ja, ich sag doch Vettel Power. Der rennt weg. Meine Güte. LOL! Seit wann gibt's denn. LOL! LOL! Ja, in der, auf der Route links von Vertania City. Vor Gary, ja. Da gibt's einfach mal einen Wallreiser Level 3. Warum habe ich das nicht gesehen am Anfang? Wallreiser. Alter, Wallreiser trainiert auf sofort, ey. Fuck. Jetzt ist es zu spät. Wallreiser, war das nicht das. Hast nicht das Ekelvieh, das du dir mit Rot rangesteckt hast? Ja. Mit dem habe ich auch eine Schädigung, was dieses Poke angeht. Das war einfach der stärkste Gegner. Kann das nicht mehr schlafen! Ohne Scheiß, ey, da sagt doch mal einer, Kaizo wäre schwer. Das war ja wohl mal Abstand, wo Kaizo halt war dann wohl ein bisschen Takten schwerer. Ich wollte gerade sagen, Kaizo wurde gegen Ende immer anstrengender. Das hat auch damit zu tun, weil Kaizo ziemlich viel drauf auf die Wege gesetzt hat, die verändert wurden. Ich habe mich ja bei Inferno Rot nur auf die Gegner konzentriert. LOL, ein wildes Logok. Will ich nicht haben, ist mir zu schwach. Ja, aber bei Kaizo, das muss ich leider ganz ehrlich sagen, bei Kaizo hat sich die Stärke nach und nach und nach aufgebaut. Ja. Bei dir war einfach nur BAM! Hier! Erster Arena, Level 20, 6 Pokémon, Doppelkämpfe, viel Glück. Das war mega geil. Was? Ich will das nicht so! Ein Ledian, das will ich fangen. Hyperballs. Nice! Da ist es. Noch was Cooles hier. Alter, warum ist. Hä? Wieso ist Ice Heap auf Smetbo nicht effektiv? Was? Ice Heap ist auf Smetbo aus irgendeinem Grund nicht effektiv. Vielleicht setzt du die Attacke falsch ein. Genau. Ah! Jetzt bin ich der Doofe. Nein, wildes Dodri! Ich kann gerade nicht. Warte mal. Haha. Ach, angegangen, aufgelegt und jetzt Leitung offen lassen. Ist der Vorteil, wenn man alleine wohnt. Funpi. Alter, kann hier mal was Sinnvolles kommen? Scheiß Siegestraße. Oh, ein Zwirklopp. Okay, ich entschuldige mich für alles, was ich gesagt habe. Das ist mega geil. Wildes oder was? Mhm. Nein, du hast kein Weichei! Oh! Ein Zwirklopp mit Weichei! Das muss gefangen werden! Oh, lol, Triplette. Hyperballs. Yes! Mega geil. 43 ist sogar noch ein gutes Level, da muss ich kaum noch trainieren. Weiter geht's. Oh, hier gibt's ja auch noch Items. Ach ja. Okay, das da oben war, glaube ich, eine TM, oder? Überroller. Alter, was ist da draußen los? Schon wieder jemand verreggelt. Verreggelt? Oh, scheiße, der hat 5 Pokes. Oh, cool. Nebelball. Priscilla. Kingler. Kingler. Ich verfluche dich! Warum?
Nein, das ist Psyana, den Gegner. Warum? Dann, weil es dann immer Schaden kriegt und langsam vor sich hin siechend verreckt. Das ist aber nett von dir. Ein Farbigel. Oh nein, es ist aufgewacht. Oh nein. Nein, es macht Schlamper. Das war ein Volltreffer, der mir 3 KP abgezogen hat. Lol. Ah, der Flur hat dich umgebracht. Tanzer, Janma. Jongleur, Chiak. Norris. Chiak. Ich bin Chiak. Ein Tohaido. Jetzt habe ich aber Angst. Void Tackle. Nein, es steht noch. Du bist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja-Kämpfer. Wer sind deine Vorfahren? Zigeuner. Italiener? Zigeuner! Was? Nein! Oh, ein Capalores. Capalores. Ich sage, das ist Cocolores. Janma, opfere dich selbst, damit ich diesen Trainer noch besiegen kann. Ja! Opfere dich fürs Team! Duran, fürs Team! Auf jeden Fall. Gewonnen. Jammers. Jetzt muss ich noch mal raus, denn da unten, da hinten liegt ein Item, das will ich auch noch haben. Top-Schutz. Momentan gibt dieser Ebene gibt's nichts Interessantes mehr. Ja, genau, Deoxys. Bald habe ich sie alle durch. Nice, ein wildes Glurak. Und es ist auch noch in seiner Kämpferform. Hm. Oh, Glurak ist tot. Aber was soll ich sagen? 5. Frostbeule, das überlebt keiner. Ja, egal wie viel KP du hast, wenn die 5. Frostbeule durchkommt. Dann tut's weh. Dann böllert. So, Koga. Mit den grauen Haaren. Sabrina konnte mich nicht beeindrucken. Was ist mit dir? Erlebe die Welt des Schreckens. Ja, die hatte ich jeden Tag, wenn ich nach Enschede gefahren bin. Flamara! Au, 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 au. Koga, beruhig dich. Wir können drüber reden. Wieso? Er fängt einfach mal mit dem Despot an. Scheiße. Nice one. Und nein! Das steht sogar noch nach von Tränen. Lachen da. Hilfe. Abisszahn. Der ist ja noch genauso scheiße wie früher, der Mann. Alter, ich hab Topschutz gespielt und es kommt trotzdem überall noch Pokes. Wahrscheinlich, weil die Level wachkommen. Jetzt gib dir Hypertrank. Fick dich. Fick dich. Und nicht Gestein, oder? Ja. In dreifach geht's durchgegangen, wäre vierfach schwächer. Hör auf mit Schlaf. Wieso? Scheiße. Wieso hab ich jedes Mal so anstrengende Gegner? Ich will einfach nur durchböllern. Das wäre zu einfach. Oh, Erdbeben. Wow. Alter, Koga ist. Okay, Koga ist jetzt. Fuck! Warum ausgerechnet er? Alle anderen waren voll die Lappen. Ah, dreifach geht. Victory! Geradax! Sag nix, wenn das die entsprechenden Attacken hat, kann das eklig werden. Hm, wenn. Für erstes Mal muss es von meinem Hundemond einen Durchbruch überleben. Alter, die Trainer der Siegerstraße sind unglaublich stark. Ja? Ja, das ist total krass. Die nehmen mich echt auseinander teilweise. Dankeschön, das ist Megatick weg. Alter, nächstes wird Tauros. Alles klar. Karpilz, aber Zapdos, rette mich. Ja, komm schon Durchbruch. Oh, Alter, das Tauros in der Fett. Wieso kann das Erdbeben schocken? Alter, Hundemon hat 10 KP verloren bei einer Attacke, die effektiv ist. Was hab ich für Tanks? Oh, was macht Schlammbart? Montier, komm. Alter, der hat aber auch ordentlich die so viel einstecken.
Warum habe ich nicht so tanky in Erinnerung? Nee, aber die...